Ich bin's, Silverman. Wie ihr seht, ich bin hier gegen meinen Willen gefesselt. Die schwarz gekleideten Leute um mich herum, das sind Affe und Giraffe. Sie haben mich dazu gebracht, zu sprechen. Und zum ersten Mal spreche ich zu euch, dem Publikum. Ich, Silverman, soll die Botschaft von Affe und Giraffe weitergeben. Damit bleiben die Maskierten weiterhin unbekannt. Wenn ich mich widersetze, dann haben sie gedroht, mich zu demaskieren und der ganzen Welt meine Identität zu verraten. Deswegen bitte, befolgt ihre Anweisung. Macht keinen Scheiß. Es ist mir zwar unangenehm, aber ich muss es selbst zugeben. Ich beobachte Affe und Giraffe schon seit längerer Zeit. Was sie da im Findorf für Cross Coffee abgeliefert haben. Großartig. Und dann erst das Fotoshooting für Super Irie. Und dann ihr neues Logo. Wow. Und sag mal, wart ihr schon im Dete bei der Ausstellung Strand, Steine, Scheren? Die gefällt mir so richtig gut. Affe und Giraffe verstehen es einfach, Räume für sich einzunehmen. Ihr persönlichen Stempel auf alles drauf zu drücken. Ach ja, und die Rakete in der Städtischen Galerie Delmenhorst. Da haben sie doch tatsächlich eine 8 Meter große Rakete gebaut. Ja, ist ja schon gut. Ich höre ja schon auf. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Die Stadttiere verlangen also immer frisches Obst während der Arbeit. Da war noch was. Sie verlangen nach mehr Freiheit in Form von einer Zusammenarbeit mit Lucy. Affe und Giraffe wollen ein Projekt mit Lucy machen. Die Kreativtiere werden sich bei euch melden. Jetzt kommen wir aber zur wichtigsten Forderung. Ich weiß, dass ein Großteil von euch Leuten hier ein Smartphone dabei hat. Die einzige Chance, wie diese Verrückten mich wieder freilassen, ist es, wenn jetzt jeder, der hier im Publikum sitzt, die Facebook-Seite von Affe und Giraffe liked und ein Foto oder ein Video von dem, was hier gerade passiert, online stellt. Bitte helft mir. Macht das, was sie wollen. Eine weitere Forderung ist es, dass die Vertreter von HB People einen Bericht über Affe und Giraffe veröffentlichen. Affe und Giraffe sollen über die Tore der Stadt Bremens bekannt werden. Wer also etwas mit Farben oder Formen zu tun hat oder gleich einen ganzen Raum gestaltet haben will, der nimmt über info@clubdialog.de mit den Stadttieren Kontakt auf. Ich soll zum Schluss kommen. Naja, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es diese Menschen gibt, die hier bei Clubdialog ab und zu vorbeischauen. Also wer von euch hat Muskelkraft oder ein ausgebildetes Gehirn oder mega, mega viel Geld oder sonst irgendwelche außergewöhnliche Fähigkeiten und hat Lust, etwas Besonderes zu schaffen? Wer von euch? Affe und Giraffe sind bereit, weiter Members aufzunehmen. Also wer von euch ist bereit,